SWS. Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu meiner Sendung Buchtipps mit Liane Römer. Wir leben in einer unsicheren Zeit. Pandemie und Ukraine-Krieg lassen uns manchmal daran zweifeln, ob wir überhaupt noch ein sorgenfreies Leben führen können oder sollen. Den Leidgeprüften durch Spenden helfen, so gut wir können, muss unser Motto sein, ohne unser eigentliches Leben aus den Augen zu verlieren. In diesen Tagen fällt immer wieder der Ortsname Mariupol. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich im Jahre 2017 ein Buch vorgestellt habe, das hieß »Sie kam aus Mariupol« von Natascha Wodin. Auch in nächster Zeit werde ich ein Buch von ihr im Programm haben. Natascha Wodin ist eine deutsche Schriftstellerin ukrainisch-russischer Abstammung. In diesen Tagen musste ich denken, was wird sie zu diesem Krieg sagen, der ihr Innerstes aufwühlt? In ihrem Werk setzt Natascha Wodin sich vor allem mit dem Thema Entwurzelung, Fremdheit und Ortlosigkeit auseinander. Genau das ist es, was den vielen ukrainischen Flüchtlingen droht oder sie bereits erfasst hat. Wir hoffen, dass all das Leid bald ein Ende hat. Da sind wir mit schlechtem Gewissen oft dabei, jetzt froh zu sein, dass unser so geliebtes kulturelles Leben zurückkehrt. Wir können wieder ins Theater gehen. Schauspieler Charlie Hübner sagt übrigens, ohne Theater fällt alles auseinander. Und das wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht ohne Kino, Konzert und all die anderen schönen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen leben. Mit den sozialen Kontakten, die wir so dringend brauchen, wollen wir leben. Auch ohne Bücher wollen wir nicht leben. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt wieder drei Bücher vorstellen. Ich möchte Ihnen vorstellen von Lutz Dettmann, Nathalie oder das gestohlene Lied, Lehmanns Media Verlag 2022, Simone de Beauvoir, posthum erschienen, Die Unzertrennlichen, Rowohlt Verlag 2021 und von Helga Schütz, Heimliche Reisen, Aufbau Verlag 2021. Lutz Dettmann beweist in seinem Buch Nathalie erneut sein Erzähltalent. Alle 11 Geschichten in diesem Band haben etwas Besonderes. Einfühlsames und spannendes Erzählen ist ihr Markenzeichen. Man merkt, dass Dettmann einer ist, der Historisches liebt, Natur, Menschen und Jazz. Fangen wir beim Jazz an. Da ist eine unglaubliche Geschichte. Das ist die Titelgeschichte Nathalie. Mit dem Satz, Gilbert Bécaud hat mir mein Lied gestohlen, beginnt diese Geschichte. Hier geht es zurück in eine Zeit, in der die Musik die Menschen auf dem Globus verband, als die Grenzzäune noch hoch waren. Überall hungerte man nach Jazz, auch im Osten. So spielt eine Jazzband in den 1960er Jahren in Moskau. Ein Pianist aus dem Westen verliebt sich dort in ein Mädchen. Daraus macht Dettmann eine fantastisch verzwickte Geschichte, die von Liebe, Musik und Problemen der Menschen erzählt. Umwerfend ist Dettmanns Mäusekaiser. Das kann nur ein historisch versierter und interessierter Autor so erzählen. Da springt uns die Zeit um die Abdankung Kaiser Wilhelms II. Ins Bewusstsein und gleichzeitig die Freude am Hineinkriechen in das Leben der kleinen Leute. Man kann sich vorstellen, wie diese im November 1918 respektlos die Obrigkeit vertrieben, wie der Kaiser unter entwürdigenden Umständen floh, die Dettmann fantasievoll drastisch beschreibt. In Grenzenlos erzählt er vom Sommer 1989, in dem die innerdeutsche Grenze zum Anachronismus wird. Wie immer bei Dettmann steht auch hier das menschlich Normale, nicht Politikgerede im Vordergrund. Bei Dame mit Hund herrscht Spannung bis zum Ende.
Doch bleibt die Frage, ob so eine Wiederbegegnung nicht zu sehr konstruiert ist. Der Autor hat es in der Hand. Es ist Fiktion, die zum Nachdenken anregt. Der Roman Die Unzertrennlichen von Simone de Beauvoir ist posthum mit einem Vorwort der Adoptivtochter Sylvie Le Bon de Beauvoir erschienen. Zu Lebzeiten hatte Sartre von der Veröffentlichung abgeraten. Simone de Beauvoir beschreibt das verletzende Eingemauertsein einer einzigartigen Frau, die vor ihrem 22. Geburtstag aus dem Leben gerissen wird. Mit Sasa im Roman André war Beauvoir seit dem 9. Lebensjahr befreundet. Das intelligente Mädchen wurde zwischen der Liebe zu ihrer konservativen Familie und der Liebe zu dem jungen Maurice im Roman Pascal hin und her geworfen. Beauvoir zeigt im vorliegenden Buch die Schranken auf, mit denen André ständig in ihrer begüterten Familie konfrontiert wird. Immer wieder hat Beauvoir sich ihrer Freundin erinnert, auch 1958 in ihrer Autobiografie Memoiren einer Tochter aus gutem Hause. Sie war überzeugt, dass Sasa außergewöhnlich war, was sie aber in ihrer Gesellschaft nicht sein durfte. Sie musste als junge Frau auf den Heiratsmarkt, den ihre Familie vorbereitete. Die Adoptivtochter von Beauvoir schreibt, Sasa starb, weil sie versuchte, sie selbst zu sein. In der militanten katholischen Bourgeoisie, in die sie hineingeboren wurde, bestand die Pflicht eines Mädchens, sich anzupassen. Beauvoir entwarf ihren Roman, um zu verdeutlichen, dass eine talentierte Frau bei dem Hineinpressen in eine vorgefertigte Form Schaden nehmen muss. Im Falle von Sasa ist es ein langsames Sterben. Sasa, die sich letztlich selbst verleugnet, sagt, in allen Familien gibt es Ausschuss. Dieser Ausschuss war ich. Sasa hat versucht, den gesellschaftlichen Konventionen zu entsprechen. Daran ist sie zerbrochen. Simone de Beauvoir veranschaulicht, eine Frau kann und soll ein selbstbestimmtes Leben führen. Wunderbar, dass uns Beauvoirs Botschaft doch noch erreicht hat. Helga Schütz, geboren 1937, ist eine DDR-Schriftstellerin, die bekannt ist für ihren goldenen Zopf und ihre Skepsis gegenüber jeglichem Machtstreben von geltungsbedürftigen Menschen. Im neuen Buch Heimliche Reisen hat sie 28 Erzählungen versammelt, die unser Leben vor und nach der Wende spiegeln. Es sind leise, zarte Geschichten, Erinnerungen, die ganz nebenbei das Leben in der DDR lebendig machen. Eine zentrale Bedeutung haben für mich die 50 Seiten, die mit der Geschichte »Das Haus an der Mauer« überschrieben sind. Es geht um ein Haus in unmittelbarer Nähe der Grenze, für das die Autorin viel unternehmen musste, um darin wohnen zu können. Trotz Wohnungsnot stand es lange leer. Die Autorin in ihrer Begeisterung für das Haus am Glienicker See packte an, machte das Anwesen trotz vieler Mängel zur Heimstatt ihrer Familie. Handwerker brauchten Passierscheine, um darin arbeiten zu können. Prominente, die meinten, als Mitglieder des Berliner Ensembles zu einem Arbeitsgespräch keinen Passierschein zu benötigen, landeten dann auch schon mal kurzzeitig hinter Gittern. Schütz berichtet, wie die Mauer unten am See jegliche freizeitliche Aktivität verhinderte. Ihre Mutter hatte immer kritisiert, dass sie sich sehenden Auges in Schwierigkeiten manövrierte, sich in komplizierte und unpraktische Männer, Egoisten und Faulpelze verliebte. Da sind viele Geschichten, die jedermann gerne lesen mag, zum Beispiel wer aus Schlesien stammt oder ihre Drehbücher von DEFA-Filmen kennt. In allen Erzählungen sind die Autoren nach, wie sich das Leben verändert hat. Dabei erinnert Helga Schütz sich gern an ihre schlesische Oma, deren Stimme hört sie noch heute. So ein Mensch möchte sie auch sein. Schließlich geht doch nichts über eine Großmutter, die ihre Enkel liebevoll
umsorgen darf. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, dass ich Ihnen wieder Anregung geben konnte. Ich hätte gern weitere Bücher empfohlen, muss mich aber auf 3 beschränken. Beim letzten Mal stellte ich selbstkritisch fest, dass ich mich nur männlichen Autoren zuwandte. Sie sehen, diesmal liegt die Mehrheit bei den Frauen, bei Simone de Beauvoir und Helga Schütz. Ich möchte aber betonen, dass mir derlei Genderfragen nicht so viel bedeuten. So viel Angst, dass wir Frauen untergebuttert werden, habe ich nicht. Wichtig ist mir jetzt aber eine Information für nächste Veranstaltungen. Ich möchte Ihnen unsere erste Lister-Veranstaltung in diesem Jahr ankündigen. Lutz Dettmann stellt gemeinsam mit dem Kiesewetter-Trio mit flotter Musik in Schwerin sein Buch Nathalie vor. Wann? Am 9. April um 15.30 Uhr im Campus am Ziegelsee. Tickets gibt es im Campusbüro, Restkarten am Einlass. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal zu den Buchtipps im April. SWS, Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer.